Hallo, liebe Unlimited User, ich habe mir ein ganz geniales Format überlegt, das wahrscheinlich einfach noch kein YouTuber bisher gebracht hat. Und zwar habe ich mir gedacht, ihr könnt einfach unten in den Kommentaren Fragen stellen, die ich beim nächsten Video beantworten werde. Und da bisher noch keiner Fragen gestellt hat, werde ich einfach die Fragen vom Akinator beantworten und mal schauen, ob der auf mich gekommen ist. So. Frage Nummer 1. Bin ich männlich? Tatsächlich, ja, ich bin männlich. Bin ich durch YouTube berühmt geworden? Ich würde sagen, ich bin schon richtig bekannt bei allen, die mich kennen, natürlich. Spiele ich Minecraft? Ja, ich spiele Minecraft, aber meine Hütte sieht wie eine Blockhütte aus, die will keiner sehen. Hat deine Figur gegen Außerirdische gekämpft? Nicht, dass ich wüsste bisher. War deine Figur schon mal bei Minecraft Freedom dabei? Nein, Freedom habe ich nicht gespielt, genauso wenig wie Varo. Ist deine Figur aus dem Fenster gesprungen? Ich bin schon mal aus einem Fenster gesprungen, ja. Spielt deine Figur in die Bergretter mit? Nein. Spielt deine Figur Hide and Seek mit? Nein, mache ich auch nicht. Jetzt ist er ein bisschen auf den Holzweg, der liebe Akinator. Hyperion mit auch nicht. Bin ich blond? Würde ich so nicht behaupten, nein. 200.000 Abonnenten habe ich leider auch noch nicht. Habe ich eine Fernsehshow? Nein, ich bin nicht Klaas oder so. Ich habe auch noch keinen berühmten Sohn und ich bin auch nicht 2 Meter groß. Ich bin 1,80. Ich habe aber einen eigenen YouTube-Kanal. Jetzt kommt da ein bisschen auf meine Fährte. Ist deine Figur über 19 Jahre alt? Ja, ich bin 31. Bin ich dick? Ach, persönliche Frage. Ich wiege zu viel. Also ja. Hat deine Figur 2 verschiedene Augenfarben? Nein. Steht deine Figur mit Metal-Musik in Verbindung? Nein, nicht direkt. Übt deine Figur Kritik an YouTubern? Wenn man so will, ja. Bin ich aggressiv? Nein, dabei bin ich immer sehr lieb und nett. Eine Brille trage ich nicht, falls ihr das schon mal wissen wolltet. Und ich bin auch kein Programmierer. Ich habe damals HTML programmiert, braucht inzwischen aber keine Sau mehr. Mario Maker spiele ich nicht. Ich habe auf der Wii ein Mario. Er glaubt, ich bin Tanzverbot. Nein, da muss er noch ein bisschen weiter suchen. Gucken, ob er noch näher dran kommt. Spuckt deine Figur beim Reden? Nein, ich kann deutlich sprechen, ohne zu spucken. Ich möchte ihn jetzt nicht auf eine falsche Fährte locken, dass er nicht denkt, ich suche nach mir selber, wobei ich das ja tue. Deswegen klicke ich hier auf weiß ich nicht. Aber ich wohne natürlich bei mir zu Hause. Ach komm, das wird schon zweimal hängen geblieben. Ist deine Figur grün? Nein, ich habe Hautfarbe. Ist deine Figur ein Minecraft-Let's Player? Nein, das mache ich nicht. Ist deine Figur Let's Player? Ja, ich spiele Magic und andere Spiele online, deshalb würde ich mich als Let's Player bezeichnen. Fange ich mit Sun an? Nein, ich habe aber einen Bart. Der ist hier, könnt ihr sehen. Kinder habe ich noch nicht und ich habe auch noch keine 50.000 Abonnenten, aber das könnt ihr gerne ändern, indem ihr die Unlimited User abonniert. Spielt deine Figur an der Seite eines berühmten Duos? Nein, ein Duo bin ich nicht. Hat deine Figur was mit einem Drachen zu tun? Nein, ich bin auch nicht Drachenlord. Bin ich älter als 36? Nein, ich bin 31. Spielt deine Figur auch Minecraft? Ja, ich spiele selten Minecraft. Singt deine Figur Spanisch? Nein, ich kann ein bisschen Spanisch verstehen, würde mich aber jetzt nicht trauen zu sprechen. Ich bin Linkshänder. Ich glaube, er ist ganz auf der Falschwelle. Sieht man deine Figur mit einem Hund? Nein, ich habe auch keinen Hund. Hat der Name deiner Figur etwas mit Tier zu tun? Früher war mein Nickname Absolim. Das hatte ein bisschen mit der blauen Raupe zu tun aus Alice im Wunderland, die Shisha raucht. Inzwischen würde ich das mit Nein beantworten. Bin ich eine Weiterentwicklung von Evoli? Nein, ich bin kein Pokémon. Hast du deine Figur schon einmal privat gesehen? Na, das lasse ich mal lieber raus. Ich glaube, ich habe mich schon mal gesehen.
Hat deine Figur einen Hund als Haustier? Nein, immer noch kein Hund. Kann deine Figur sprechen? Ja, das kann ich. Stammt deine Figur aus der Türkei? Nein, ich bin deutsch. Oh, in Duisburg geboren, falls es jemand interessiert. Hat deine Figur etwas mit einem Panda-Bären zu tun? Nein, ich bin nicht Crow. Hat deine Figur eine Zahl im Namen? Nein, habe ich auch nicht. Fliegt deine Figur oft? Ich bin schon relativ häufig in Urlaub geflogen. Ich gehe mal auf ja. Tinendo Marcel. Bin ich auch nicht. Gucken, ob es weitergeht. Aber noch auf mich. Ja, ich trage Männerkleidung. Lebt deine Figur noch bei ihren Eltern? Nein, ich wohne alleine bzw. mit meiner Freundin zusammen. Spielt deine Figur in Minecraft Sky mit? Nein, mache ich nicht. Hat deine Figur etwas mit Nintendo? Nein, mit Nintendo auch nicht. 20.000 Argumente. Ja, ich bin älter als 30. Ja, ich habe was mit YouTube zu tun. Das weiß ich nicht, ob ich im selben Haus wie ich wohne. Ich bin älter als 18. Ja. Ich hatte noch nie Probleme mit der Polizei. Hat deine Figur etwas mit Autos zu tun? Nein, ich bin kein Transformer. Ich bin kein Junge, ich bin ein Mann, würde ich behaupten. GTA mache ich auch nicht. Ich bin über 18, das stimmt. Und jetzt will er wissen, wer ich bin? Das bezweifle ich. Gucken, wie viele Fragen er braucht, ob wir die 100 knacken können. Ich bin Berliner, ja. Ich wohne in Berlin, meine Wahlheimat. Ich bin aber keine Flasche, nein. Und ich wohne immer noch in Berlin, genau. Ich habe eine feste Freundin, ja. Ich habe noch keine Kinder. Ja, da hat er mich gefunden. Wenn ihr Bock habt und mir ein bisschen helfen wollt, dann spielt ihr dieses Spiel. Ich packe euch das unten in die Linkbeschreibung. Sucht ein bisschen nach Freizeitguru, dass der ein bisschen feinere Angaben zu mir hat und vielleicht wird es dann demnächst nochmal ein weiteres Q&A geben mit dem Akinator und mir. Bis dahin, macht was ihr wollt. Bis dann, ciao.